Der Brucker Murke entwickelt sich immer mehr zu einer Flanier- und Genussmeile in der Kornmesserstadt. Im Sommer entstanden im Zuge des Bürgerbeteiligungsprojektes Lebensraum Mur zwei neue Mur-Terrassen, eine Gastroterrasse der Weinerei im Baderhaus und eine öffentliche Terrasse, die seither sehr gut angenommen werden. Die Positionierung in Richtung Kultur und Kulinarik entlang des Murufers soll in Zukunft ein zusätzlicher Anziehungspunkt für die Brucker Bevölkerung, aber auch für die Besucher der Stadt Bruck an der Mur werden. Es ist wirklich sehr, sehr erfreulich, dass wir wirklich innovative Unternehmen in unserer Stadt haben, und die Familie Stadlober ist hier ein Paradebeispiel dafür, dass es nicht darum geht zu jammern, sondern wirklich initiativ zu werden und Ideen einzubringen und letztlich auch umzusetzen. Und ich darf der Familie wirklich sehr, sehr herzlich gratulieren. Hier ist wirklich ein Schmuckstück entstanden, was jetzt diese Genussmeile hier am Schiffland wirklich entsprechend bereichern und aufwerten wird. Eine wirklich topmoderne Vinothek und auch ein entsprechender Genussladen dazu. Ich denke mir, das ist eine perfekte Ergänzung hier am Schiffland, wo es ja neben dieser Gastronmeile, die es ja schon gibt, und der Aufwertung mit unseren Murterrassen eine zusätzliche Belebung in diesem Bereich geschaffen worden ist. Und ich wünsche der Familie Stadlober dazu sehr, sehr viel Erfolg und viele zufriedene Kunden. Mit einer neuen Vinothek und einem Feinkostladen der Firma Weinhandel Stadlober erfährt der Murke nun eine weitere gastronomische und touristische Aufwertung. Im Erdgeschoss befindet sich auf rund 600 Quadratmetern der Wein- und Schaumweingroßhandel, eine gediegene Vinothek und ein Feinkostladen mit italienischen, französischen und steirischen Spezialitäten, ein Verkostungsraum mit Weinkeller. Wir haben im Zuge dieser Muraufwertung und dieser Genussmeile uns gedacht, durch das wir jetzt betrieblich an Schiffland gesiedelt sind, wir könnten auch ein kleines Mosaikstück dazu beitragen und zu unserem Wein- und Schaumwein-Großhandel noch eine kleine Vinothek mit Feinkost und Genuss anbieten. Und das war eigentlich unsere Idee dahinter, dass wir uns auch für den Privatkunden, nicht nur für den Gastronomen, Wirt oder Hotelier, schön präsentieren können. Insgesamt wurden die Geschäftsflächen von Weinhandel Stadlober im Zuge der Neugestaltung, die ab September 2014 rund 14 Monate in Anspruch nahm, verdreifacht. Und mit dem Thema Genuss liegt man voll im Trend. Die Steiermark bietet deswegen den Genuss an, weil das Gesamtpaket sozusagen passt. Also es passt von den Städten her, ich nehme jetzt nur Bruck an der Mur mit seiner historischen Innenstadt, das Durchflanieren durch die Städte, das passt aber auch von der Landschaft, die Bergwelt, die nicht ganz so extrem, so hochalpin ist, wie es vielleicht mal anders ist, wo man halt auch genussvoll wandern kann, am Murradweg genussvoll Radfahren. Ich sage auch die Thermen, also das ganze Paket Steiermark ist Genuss und dafür steht es und das Image hat die Steiermark. Bruck an der Mur und der Lebensraum Mur wird immer mehr zum Genuss. Mit der neuen Vinothek von Weinhandel Stadlober am Murke wurde wieder ein Schritt in diese Richtung gesetzt.